In diesem Video zeige ich euch den Rider Speedflex, der quasi auf dem Rider Revolution aufbaut. Mit ein paar neuen Features, die werden wir euch heute zeigen. Ich bin Gregor Lietzer, Wide Receiver von den Berlin Rebels. Ich spiele seit 2002 bei den Rebels, habe in der Jugend angefangen und bin 2014 mit der Herren-Nationalmannschaft Europameister geworden. Ich gehe dann schon mal direkt auf die Details des Helmets ein. Fangen wir an mit der Helmschale. Wir haben hier oben die Flexblade, die dem Helm quasi den Namen gibt. Dieser ist dafür da, um den ersten Hit, den ersten Schock quasi zu absorben und dass das Gewicht etwas schwerer ist. Das liegt daran, dass mehr Schutz im Helm verbaut ist, eine Tendenz, die man bei vielen Herstellern mittlerweile sehen kann. Was ich ganz cool finde bei dem Speedflex, ist das Quick-Release-System. Hier haben wir auf beiden Seiten, jeweils unten und oben, diese Quick-Release-Clips, die dafür sorgen, dass im Falle einer schweren Verletzung das Face-Mask ohne Probleme direkt abmontiert werden kann. Gehen wir weiter auf das Chin-Strap-System ein. Was ich ganz cool finde, sind auch hier dieses Ratchet-System, mit dem wir kinderleicht verschließen können und wieder aufmachen können. Dieses Ratchet-System finden wir auf beiden Seiten und im oberen Teil ist der Chinstrap quasi stark fixiert, weshalb der Helm perfekt auf dem Kopf sitzt. Trotz der Größe und des Gewichts zeichnet sich der Rydell Speedflex durch seinen angenehmen Tragekomfort aus. Wir haben hier einen Overlayer, der quasi für den besonderen Tragekomfort da ist. Dieser Overlayer bietet nicht nur angenehmen Tragekomfort, sondern lässt sich auch hervorragend lösen, um ihn eventuell zu waschen. Eine weitere Besonderheit an dem Speedflex sind die vielen verschiedenen Luftpolstersysteme. Auf der Kopfkrone befinden sich 1, 2, 3 und jeweils an den Seiten auch nochmal verschiedene Ventile, damit der Träger individuell auf seinen Schutz angepasst werden kann. Die Ventilkappen sind im Vergleich zum Rydell Speed erheblich verbessert worden. Bei vorherigen Modellen sind die Gewindekappen gerne mal rausgeflogen oder abgebrochen. Bei dem Rydell Speedflex hingegen wurde das Gewinde auch verbessert. Was allerdings auch bedeutet, dass wir beim Säubern unbedingt darauf achten müssen, dieses Gewinde abzuschrauben, damit die Luftpolster auch gereinigt werden können. Auch der Chinstrap lässt sich beim Rydell Speedflex individuell anpassen. Er wird standardmäßig in einem Softshell geliefert, allerdings bevorzuge ich als Slot-Receiver, der sich gerne mal durch Linebacker durchwinseln muss, einen Hardcut. Und auch hier ist dem Style keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, ich konnte euch den Rydell Speedflex mit seinen neuen Features näher bringen und euch bei der Helmauswahl helfen. Features hin oder her, be a Playmaker.